Liebe Zuschauer, ich darf Sie herzlich zum heutigen Spiel begrüßen hier in der MEWA Arena. Am Mikrofon ist wieder das gewohnte Kommentatorenteam Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Mainz 05 gegen Werder Bremen. Und los geht's. Niklas Füllkrug. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Riesenparade, verhindert hier das Gegentor. Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich eine hundertprozentige. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Er macht zu. Er hat den Ball und das könnte... Da ist er, der erste Treffer in diesem Spiel. Ja, das ist schon bitter, in der Situation den Ball zu verlieren. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Das wird ausgenutzt und es fällt das Tor. Darf nicht sein. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Er schießt von weit draußen. Na ja, warum nicht? Gut gehalten, macht sich lang. Ecke in die Mitte. Postschuss. Super gemacht. Er macht sein nächstes Tor. Nummer 2 am heutigen Tage. Er zeigt, wie torgefährlich er ist. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann dieser herrliche Volley. Wenn er den so nimmt, dann hat der Keeper keine Chance. Jetzt kommt die Ecke. Nein, keine gute Befreiung hier. Das könnte es sein. Gute Parade. Da hält er diesen Ball. Niklas Stark. Guter Steilpass hier, er spielt den Ball. So, Tor, Anschlusstreffer. Jetzt glauben hier wieder alle dran, dass da noch was geht. Ein wichtiges Tor. Nochmal der Treffer in der Wiederholung und jetzt sehen wir auch, ob das Tor zählen muss. Und da hilft natürlich die Torlinientechnik. War ein knappes Ding, aber es zählt. Frage ist, ob das ohne die Technik auch funktioniert hätte. Vorne und nur das zählt. Ballbesitz ist nicht alles. Tore sind wichtiger. Li Yesung! Das ist heute sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse! Und das ist Tor Nummer 3. Eine wirklich überragende Leistung heute von ihm. Jetzt haben sie den Ball verloren. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Der Schuss jetzt. Damit lässt er sich nicht überwinden. Die Ecke kommt. Oh, geht da noch was? Sie verkürzen. Nur noch eins. Ist das denn zu fassen? Spannung pur. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt. Und der ist am Ende nicht zu halten. Kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Oh, das sah vielversprechend aus. Sie bekommen die Chance auf den Ausgleich. Es gibt Ecke. Ja.
jetzt die Ecke. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Wow, das war natürlich ein enges Ligaspiel. Ist auch ein wenig glücklich, dass sie diesen knappen Sieg über die Runden gerettet haben. Aber umso größer ist die Freude.